Manfred Kohl, wir sind heute beim Symposium Gas geben in schwierigen Zeiten. Kohl und Partner hat gerufen zu diesem Symposium. Es sind 100 Menschen gekommen, 100 vorwiegend Hoteliers, die sich hier informieren wollen, wie das denn geht, Gas geben in schwierigen Zeiten. Wie geht das? Naja, Gas geben in schwierigen Zeiten bedeutet vor allem einmal, eine positive Einstellung zu dieser Zeit zu haben. Wir wissen, wie schwierig es wird. Wir erwarten heuer sogar einen Rückgang beim privaten Konsum und das wird das Problem werden. Fast die Hälfte der Deutschen und der Österreicher erwartet, dass sich ihr Lebensstandard in den nächsten Jahren reduzieren wird und es wird Auswirkungen auf den Tourismus haben. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Lassen wir die Köpfe hängen oder geben wir Gas? Und wir wollen mit diesem Symposium ein positives Signal setzen, Gas zu geben beim Verkauf, Gas zu geben beim Kostensparen, die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Also alles zu unternehmen, um jetzt aktiv zu werden und nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, man kann eh nichts machen. Jetzt hat man in den letzten Monaten immer wieder Jubelmeldungen gehört, auch im Wintertourismus. Da geht es natürlich sehr viel nur um Nächtigungszahlen. Sie würden die Einschätzung aber nicht ganz teilen, sondern durchaus kritisch auf die nächsten Monate und auch Jahre blicken. Naja, der Sommer des letzten Jahres und der Winter der letzte, die haben uns ja beide eigentlich überrascht. Ja? Der Tourismus hat sich erstaunlich gut geschlagen. Wir haben alle gedacht, es wird schwieriger werden. Es ist ja auch ein bisschen schwieriger geworden bei den Umsätzen und bei den Erträgen. Aber die Nächtigungen haben wir eigentlich toll gehalten, teilweise sind sie sogar gestiegen, nur in wenigen Regionen oder Betrieben gefallen. Das ist die positive Seite. Wir glauben aber, jetzt kommt die Gefahr des Rückgangs beim privaten Konsum. Es werden also schwierige Zeiten, ob wir es wollen oder nicht. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns darauf ein? Wenn man jetzt auf die Touristiker blickt und auf die Hoteliers, die da sind, wie ist die Stimmungslage? Wie würden Sie die einschätzen? Also die Stimmung ist gut und das ist positiv. Und wir sagen auch, als Kaufleute, ja, gebt Gas, schaut auf die Kosten, schaut auf die Mitarbeiter, gebt Gas im Verkauf, aber als Unternehmer und Führungskräfte schaut auf die Stimmung. Wir brauchen eine positive Stimmung zu den Mitarbeitern, wir brauchen eine hoffnungsvolle Stimmung den Gästen gegenüber, denn wir wissen alle, Jammern zerstört die Gastlichkeit und das darf nicht passieren. Und wenn man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat als Hotelier, es ist Sand im Getriebe, läuft einfach nicht mehr so und man hat aber nicht so ganz die Einschätzung, warum. Was wäre so Ihr Tipp, wie soll man das angehen, wie soll man sich aus dieser Situation positiv wieder befreien? Einfach Teil für Teil durchchecken, wo ist Sand im Getriebe? Im Verkauf? Ist es im Umgang mit den Mitarbeitern? Ist es im Marketing generell, ist es im Controlling, genau anschauen, genau ins Detail hineinschauen und an den richtigen Schrauben drehen. Und das ist unser Anspruch für dieses Symposium, dass die Unternehmen an den richtigen Schrauben drehen und nicht an den falschen. Falsche wäre zum Beispiel einfach nur mit Preisdumping zu reagieren. Herr Kohl, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Gerne.